Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Wir sind hier auf dem Weg zur ersten Arena. Haben in der letzten Folge hier neue Pokémon gefunden, wie zum Beispiel Smoliv. Und hier finden wir einen Sonnenkern. Ein Sonnenkern. Schon ein bisschen ähnlich zum Smoliv, kann man so sagen, denke ich. Und unser erster Arenaleiter wird die Käfer-Arenaleiterin sein. Die werden wir heute gut möglich kennenlernen. Ich gehe mal davon aus, dass wir heute hinkommen. Und was ich auch noch herausgefunden habe, ist, dass man jetzt hier im Menü auf Picknick drücken kann. Ich weiß nicht, seit wann das geht, aber wir haben es vorhin entdeckt. Und so, jetzt kann ich picknicken. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Aha. Whee! Kommt alle raus! Picknick! Kannst du mit den Pokémon in deinem Team picknicken? Wenn du über den Freundeskreis mit anderen eine Gruppe gebildet hast, kannst du auch mit deinen Freunden ein Picknick veranstalten. Oh, cool! Innerhalb von Städten, an engen Orten oder Steinen hängen ist es nicht möglich. Also such dir offene, ebene Flächen. Ja, ist ja relativ eben hier, würde ich sagen. Okay. Das ist aber schön, dass man seine Pokémon nicht so rauswerfen kann. Das könnte man so was Ähnliches könnte man auch in Legends machen, wenn du halt immer wieder rüber scrollst, das nächste Pokémon rausholst. Aber die sind dann ganz schnell wieder in den Pokéball gegangen, also. Hier ist das noch mal viel cooler, was ganz anderes. Genau, hier können, glaube ich, auch Eier auftauchen. Du bist ein. Ja, genau. Ich weiß aber nicht genau, wie das geht. Falls sich einer hier mit dem Picknick besser auskennt, dann lasst es mich wissen. Pfeifen. Ah, dann kommen alle mal in der Richtung, ne? Koraidon zurückrufen. Ja, du kommst mal wieder rein, ja. Du bist hier sehr am Nerven, du Kleiner. Okay, was kann man noch machen? Picknick, waschen? Ich kann nicht waschen? Was? Oh, Voltilam. Das erinnert mich irgendwie an Nintendogs. Aber sowas von. Oh, süß. Yay! Filino war schon lange nicht mehr schwimmen, deshalb hier ein bisschen Wasser für ihn. Aber von wo habe ich jetzt bitte das Wasser und diesen Voltilam kann man alles gehabt? Ja, ist ja auch geil. Die schlafen einfach. Hey! Aufwachen, Schlafmütze. Ja, ja. Ich habe noch einiges vor mit euch. Ihr müsst euren Skill heute beweisen. Oh, die können ja auch XP bekommen. Okay. Ich werde mich auf jeden Fall privat ein bisschen erkundigen mit dem Picknick. Aber erstmal machen wir einen Kampf. Ich kann dir erklären, wie du zu einem der 10 Wunder Paldeas kommst. Die 10 Wunder Paldea? Was meint er denn damals? Und dann auch ein Felino! Okay. So, nur Level 8. Das sollte relativ easy sein. Bam. Nicht down? Okay. Ja, meine Fulkoko muss noch, also Krokel muss noch ein bisschen stärker werden. Also schön leveln, damit die Pokémon immer stärker werden. Ist das schon gleich wieder ein Level Up? Oh, das war schon. Ah ja, stimmt. Das war ja schon. Okay. Hier haben wir wieder ein Smoliv und ein Sonnenkern nebeneinander. Sehr passend, wie ich finde. Hier ist noch ein Item. Und zwar ein Aether. Ein paar Bären. Ich glaube, da unten waren wir sogar schon. Ich glaube, hier waren wir schon. Actually. Hey, nimm doch mit. Neta. Okay, hier ist ein Pokestop. Eine Haltestelle, eine Tankstelle. Wir können auch kurz unsere Pokémon heilen, wenn wir möchten. Hallöchen. Pokémon heilen. Sie tippt da so ein bisschen auf die drauf, auf die Bälle und dann geht's ihm wieder gut. Sie hat magische Heilhände. Oh ja, genau, die geben mir auch immer einen Tipp. Letztens haben die mir den Tipp gegeben, dass ich Pokémon anvisieren kann. Und zwar so. Das war. Auf jeden Fall gut zu wissen, das wusste ich nämlich nicht. Und da in die Richtung wollen wir hin. Denn ihr seht schon, dort vorne ist die Stadt, die wir erreichen wollen. Also so viele Kunden wird jetzt nicht Fußkick,
Ist aber auch eine coole TM. Kann gut sein, dass ich ab und zu mal offscreen ein bisschen erkunden gehe. Halt, ich will jetzt nicht jeden einzelnen Ort zeigen, so. Auf den Millimeter, den Pixel. Weil die meisten Orte sind immer das gleiche, mit den gleichen Pokémon alles. Nur mit ein paar Items noch verstreut. Ich denke, das ist jetzt so wichtig später. Jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen interessanter, aber... Was ist das denn hier? Kann ich da rauf? Ich will jetzt mal absteigen. Ja, ich... Achso, ich muss selber klettern. Aber ja, ich kann hier rauf. Dup, 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 dup. Ui. Was finden wir denn hier oben? Oh, hier ist eine TM. Elektroball. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay, wir sind ein bisschen seitlich an der Leiter. Egal. Können wir gleich runterspringen? Ui. Eine Kiste. Was ist denn da drin? Ein Pokémon! Ein Gimmighoul oder auch auf Deutsch Gierspenz. Ehrlich gesagt, ich mag irgendwie den deutschen Namen sogar ein bisschen mehr. Gierspenz ist ein cooler Name. Oh. Au! Okay, ich versuch's mal zu fangen. Es brennt, ja. So, Pokéball! Ja, Gespenst ist ein cooles Pokémon, wie ich finde. Sieht man meistens nur in der Kiste. Es kann aber auch ohne die Kiste rumlaufen. Ich weiß aber nicht, wie man ihn dazu bringt, in die andere Form zu gehen. Okay. Es entstand vor etwa 1500 Jahren in einer Schatztruhe. Wenn Diebe versuchen, den Schatz zu stehlen, saugt es ihnen die Lebensenergie aus. What? Du kommst auf jeden Fall in mein Team, wenn du so krass bist. Ja, tu mir Hefe dafür raus. Ich mag Hefe, aber... Ich hatte nicht vor, Hefe als Teammitglied einzubauen. Ich habe Münzen von ihm bekommen. Yay! Oh, er brennt. Oh nein. Oh. Okay. Das finde ich aber cool. Also ist natürlich unlogisch, aber das finde ich cool, dass das so funktioniert. Oh Gott, was machen die hier alle? Haben eine Versammlung. Moment. Ich habe das gesehen, dass man, wenn man hier auf sein Profil geht, kann man hier ein Foto machen. Kamera-App öffnen. Und dann könnte man zum Beispiel ein Bild machen neben ein paar Pokémon, die man mag. Oder die man lustig findet. Hier zum Beispiel. Hallo, meine kleinen Smallives. Ja, wohl mache ich vielleicht eine andere Pose? Na egal, komm. Ich wollte nur zeigen, dass ich das entdeckt habe. Und es scheint so, als wären wir schon fast da. Moldrit voraus. Wunderbar. Oh mein Gott, ein Truck. Ist da Mio drunter? Ah, da ist gar nichts drunter. Nur was zu trinken. Naja. Schau mal, was wir hier haben. Ein süßes, kleines Zirpurze. Das brennen wir erstmal an. Ja, das war ein krasser Kampf. Okay, hier haben wir noch ein paar Wartribis. Und da ist ein weibliches. Ja, die weiblichen sind natürlich viel besser als die männlichen, weil die weiblichen können sich entwickeln, die männlichen nicht. Die weibliche wird dann zu einer Bienenkönigin. Und ja, Level 15! Einäschern. War eine gute Attacke, ne? Trägt ein genetisches Pokémon, eine Beere oder ein ähnliches Item bei sich, wird dieses von den Flammen verzehrt und geht verloren. Oh ja, Glut brauchen wir nicht mehr. Einäschern ist besser. Auf jeden. Yeah. Okay. Ja, war vielleicht nicht so klug, das Weibliche jetzt zu killen, aber ich brauch's halt nicht. Ich hab's schon in Shiny. Ja, ich wollte jetzt nicht gegen dich kämpfen. Ja, das ist leider ein großes Problem hier. Nicht, dass es jetzt schlimm ist oder so, aber es ist trotzdem ein Problem, dass man öfter mal in so kleine Pokémon reinfährt. Oder reinrennt. Es gibt viele kleine Pokémon in diesem Spiel. Und da ist es schon häufig, dass man da mal reinläuft. Ist aber jetzt kein riesiges
Schlimmes Gameplay-Problem. Was ist das denn hier? Was ist kein Item? Das ist ein Diktar. Warum leuchtet denn das Diktar? Ist aber nicht shiny. Oh. Oh, es hat einen besonderen Terra-Typen. Wie es scheint, ist es Typ Gestein? Ist es Typ Gestein? Oder Kampf oder so? Terrorisierte Pokémon können nicht gefangen werden. Wenn du sie fangen möchtest, musst du erstmal sie killen. Okay. Level 17! Sind wir hier richtig? Bin ich am falschen Ort? Kann ich fliehen? Der ist mir doch zu stark. Nein! Ah! Komm schon, wir müssen fliehen können! Na! Hat das Dick da eine Fähigkeit, dass ich nicht fliehen kann? Ich meine, es gibt Dick, dass sie das haben, aber müsste das da nicht normalerweise stehen? Flucht! Oh mein Gott! Was leuchtet denn da hinten? Das ist nur Stick da, glaube ich, das leuchtet. Okay, wir müssen dringend in unsere Pokémon heilen gehen. Bist du zum Kämpfen da oder? Willkommen. Oh nein! Nein, ich habe mein Pokémon nicht geheilt! Ah, nein, ich dachte, sie wäre. Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich gedacht habe, okay? Ich weiß es nicht. Ja, mit LeChonk wollte ich jetzt eigentlich nicht kämpfen. Aber mal gucken, wie lange es aushält. Aber ja, die Routen sind echt lange und sehr groß. Vielleicht schneide ich die in den zukünftigen Folgen ein bisschen mehr raus. Das ist, glaube ich, auch nicht so interessant. Nein, ich tackle. Ah, sorry, ich habe mich verdrückt. Oh, never mind, das wollte ich. Ich wollte das. Genau. War mein Plan. Gut gemacht, LeChonk. Was ist das für ein Geräusch? Irgendwer macht hier komische Geräusche. Und ich bin das aber nicht. Glaube ich. Denke nicht. So. Schnell heilen und dann können wir nochmal uns ein bisschen umschauen. Genau. Hast du Spaß bei Kämpfen? Ich bin von der Pokémon-Liga. Zwei... Wenn du insgesamt fünf... Okay. Einen habe ich übersehen. Gut, dann machen wir uns das einfach als Ziel. In jeder Route alle Trainer zu besiegen. Items sind jetzt nicht so wichtig. Ist halt ein kleiner netter Bonus, aber... Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Item zeigen. Da könnt ihr ruhig selber euch erkundigen. Da hinten leuchtet sowas. Krass. Ich glaube, das ist eine TM, ne? Ich glaube, das ist nicht. Aber welchen Trainer habe ich jetzt verpasst? Ich sehe keinen Trainer. Habe ich den schon besiegt? Oder habe ich den geskippt? Ah, den habe ich geskippt. Wo ist denn jetzt die Arena? Ja, die ist weiter hinten. Ich bin so stolz, 60 Jahre alt, ein OP auf dem Weg, die Arenen zu stürmen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, mein Bester. Carlos. Poponcho! Die Weiterentwicklung von dem Wurm von der Raupe, die wir gesehen haben, der wird zu einem schönen Schmetterling. Aber leider muss ich ihn einäschern. Der hier so guckt. Ja, ich wünsche dir noch viel Glück auf deiner Reise. Nur Käfer gegen Käfer ist vielleicht nicht die beste Strategie. Ist aber nur meine Meinung. Du machst dein Ding. Ja. Und ich mach mein Ding. Sonst irgendein neues Pokémon? Nö, ich glaube nicht. Dann habe ich jetzt Bock auf die Arena. Ich finde aber, man könnte ein bisschen schneller sein. Ich meine, mit Dame 4 in Legends war man sogar schneller. Also, ja, ne? Oh, ist noch ein Trainer. Was? Ha? Okay, na gut. Ich bin extrem gut gelaunt, weil ich mir Kuchen in der Konditorei Mucorossi gekauft habe. Lass uns auf diesen Kampf feiern. Raul. Oh, Funpi. Funpi süß. Ich will auch Funpi. Das ist ein süßer kleiner Elefant. Wie kann man Funpi nicht mögen? Für mich sieht das immer so aus, als hätte Funpi irgendwie so ein Pflaster um seine Rüssel. Der Arme. Als hat er sich irgendwie an seinem Rüssel verletzt. So sieht er für mich aus. Rappa! Statt Rotül machen wir jetzt Rappa!
Mhm. Da sehen wir, wie viel stärker wir jetzt werden. Und Feleno will... Giftspitzen. Giftspitzen ist eine sehr nervige Attacke. Die wollen wir auf jeden Fall erlernen. Was willst du? Nein, das erlernen wir. Hallo? Rutenschlag weg. Benutze ich sowieso fast nie. Okay. Gleich gibt es für dich Kuchen, aber für mich nicht. Hi, was geht? Alright. Pummeluff! Die Weiterentwicklung von dem Pummel, was da hinter ihm steht. Fluffeluff. Cool. Na, wie geht's? Nicht so gut scheinbar. Oh, kein... um den Damage zu machen. Ich muss in die Arena. Ich hab Wichtiges vor mir. Blödes kleines Pummeluff. Okay. Habe ich jetzt geschafft? Hallo. Dafür bekommst du fast den Preis. Ja! Aeroas. Das ist eine gute Attacke, finde ich. Und hier sind wir. In Moldrit. Der Name der Stadt. Achso, nee, ich wollte nicht mit Scarabon reden. Hui. Das ist Moldrit, ein herzhaft klang. Schöner Name, habe ich nicht recht? Klingt so, wie eine Olive schmeckt. Was? Okay, hier kann man kaufen. Ja, interessiert mich jetzt nicht. Ist voll interessant. Das ist ein schönes Haus hier. Echt schönes, schönes Haus. Ich habe gehört, dass Vivi dann je nach Habitat ganz anders aussehen soll. Man fragt sich doch, woher es eigentlich ursprünglich kommt. Ich meine, hä, kommt nicht Vivilan, oh, es regnet, aus Gen 6. Kommt es nicht da, aus dieser Region? Das war, glaube ich, Carlos, ne? Weiß nicht mehr. Ich glaube schon. Und hier ist die Arena! Mal gucken, wie herausfordernd sie wird. Ich bin auf jeden Fall bereit. Hier ist noch ein Pokémon Center? Ja, gut. Ja, die Stadt ist. Die Städte sind nicht wirklich interessant. Ja, man kann mit Leuten reden und alles. Manche geben einem vielleicht Items. Aber wirklich interessant finde ich das nicht. Ich versuche allgemein jetzt mal in den nächsten paar Folgen ein bisschen weniger zu zeigen. Damit wir schneller durchkommen. Die ersten paar Folgen waren schon sehr Tutorial-lastig, würde ich behaupten. Und hallo? Hey, Maike! Du bist also in diese Arena gekommen. Heißt das etwa, dass ich denke, was es heißt? Du willst die Arena-Orden sammeln und dich der Pokémon-Liga stellen? Yep. Super, ich wusste es. Gut, dass ich es dir vorgeschlagen habe. Bevor du gegen eine Arenaleiterin oder einen Arenaleiter antreten darfst, musst du erst noch die Arena-Prüfung meistern. Diese Prüfung verläuft in jeder Arena anders, also informiere dich am besten beim Empfang. Hier, die sind für dich. Denk an mich, wenn du deine Puma damit heilst. Danke, super Tränke. Ach, das freut mich total, dass du auch Champ werden möchtest, Maike. Ich kann es kaum erwarten. Also dann halt dich dran. Ich bin so himmelig. Am besten kämpfe ich dir einfach gegen all die Trainer, die es hier gibt. Ja, viel Spaß. Und hier ist ein neues Pokémon. Hallo. Sieht aus wie ein Käfer. Hallo, Roboterkäfer oder so. Pass auf, dass du nicht aus Versehen ein Olini rumherrollst, weil du es für einen Olivenball hältst. Okay. Finde ich echt gut. Hier duftet es. Mann, ich will mit den Leuten reden, aber ich rede immer außerdem mit den Pokémon. Die haben so eine lange Animation. Ich will mit Pokémon antreten, die stark gegen Käferbomben sind. Ja, das ist logisch und sinnvoll. Willkommen in der Arena von Moldrit. Lass mich dich zuallererst als Herausforderin eintragen. Dein Name ist Maike, sagst du? Jupp. Bevor du dich mit Arenaleiterin Rona messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, am Olivenrollen teilzunehmen. Der Olivenanbau spielt eine bedeutende Rolle hier in Moldrit. Seit Generationen veranstalten wir daher das Olivenerntefest, um eine reiche Ernte zu erbitten. Und die Arena-Prüfung zu bestehen, muss einen Ball, der eine Olive nachempfunden ist, ins Ziel rollen. Wenn dir das gelingt, werden wir nächstes Jahr sicher mit einer reichen Olivenernte belohnt. Wende dich für Details mit deines Personal vor Ort. Der Austragungsort für das Olivenrollen ist nördlich der Stadt. Ich markiere ihn für dich auf deiner Karte. Viel Erfolg! Okay, also das ist einfach nur hier wohnt
die Arenaleiterin, aber die Prüfung findet woanders statt, okay. Mhm. Arena-Prüfung finde ich ja generell nicht schlecht. Wenn man sie interessant und nicht langweilig macht. Ah ne, hier kämpfen wir wahrscheinlich. Oder? Ich weiß es nicht. Flabébé. Angeblich kann die Blume von Flabébé ganz unterschiedliche Farben haben. Hast du eines? Würdest du es gegen meinen Nom-Nom tauschen? Farbe ist mir auch egal. Ja, sorry, ich habe keins. Aber cool. Dass es wieder die tauschenden Trainer gibt. Okay. Nördlich. Ach da, er hat es da auf meiner Minimap markiert. Okay, ich sehe es schon. Ja, dieser große rote Ball. Und jetzt erst sind die Gitter geladen. Cool. Hallo. Olivenrollen. Willkommen. Bei dieser Arena-Prüfung musst du einen riesigen Olivenball bewegen, indem du ihn kräftig anstößt. Hier geht also Muskelkraft und Ausdauer. Bewältige verschiedene Hindernisse und befördere es zum Ziel. Wenn du schaffst, hast du bestanden. Dann darfst du kämpfen. Okay, versuchen wir es. Balli-Balli spielen. Großartig. Okay, wie funktioniert das Ganze? Erzähl es mir, Spiel. Ich muss es erfahren. Ich muss irgendwie an Splatoon 3 denken. Nee, Splatoon 2 Octo-Splatoon, egal. Arena-Prüfung. Oh, auf Zeit? Ich weiß nicht, ob es auf Zeit ist, aber auf jeden Fall. Boing. Boing. Okay, die Small Lift darf ich wahrscheinlich nicht berühren. Okay, nicht da lang. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich soll da nicht lang. Doing, doing. Physics. Doing. Doing. Okay, wo will ich lang? Wo will ich lang? Wo will ich lang? Da hinten will ich lang, glaube ich. Komm zurück. Nein, nicht so weit zurück. Ich höre ganz komische Geräusche. Nein, 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 ich will nicht kämpfen, ich will nicht kämpfen. Nein, stopp, 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 stopp. Boing. 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 Okay. Finde ich interessant, was man hier machen muss. Was muss ich denn jetzt? Den auf jeden Fall hier drüber bringen. Ich bin. Nicht mehr richtig, glaube ich. Ah! Oh, knapp, 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 knapp. Aber ich hab's, glaube ich. Ja? Ja! Ohne den Trainer zu berühren. Bestanden! Nice. Und nun? Darf ich jetzt gegen die Arena-Leiterin kämpfen? Oder muss ich nochmal Level 2, Level 3 abschließen? Ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht sagen. Das Spiel hat keinen Sound, das Spiel hat kein Bild. Ah, jetzt. Danke! Reiche Ernte. Herzlichen Glückwunsch. Bitte sag den Empfang, dass du es geschafft hast. Alright. Boah, hier sind aber sehr viele Pummelo. Vielleicht liegt es auch daran, dass es hier in-game gerade Nacht ist. Ich weiß nicht wieso, ich nehme es gerade nicht in der Nacht auf. Ich nehme es gerade eigentlich Nachmittag auf. Es ist ja trotzdem nachts in-game. Also scheinbar ist es egal, wann man spielt. Es könnte immer nachts und Tag sein. Muss ich sagen, finde ich generell nicht schlecht. Ich fände die Option cooler, wenn man es einstellen kann. Ob es immer die realistischen Zeiten sind oder halt die Ingame-Zeiten. Das fände ich am coolsten. So. Aber das ist auch nicht schlecht. Genauso wie meine Performance war auch nicht schlecht, oder? Ja, hast du gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch, du hast es bestanden. Du darfst nun dich der Arena-Leiterin stellen. Möchtest du Rona, die honigsüße Käferkönigin, herausfordern? Ja, komm, let's go. Dann bringe ich dich ja zum Kampfplatz. Ja, wahrscheinlich da draußen, direkt nebenan, oder? Und die ganzen Etagen über mir wahrscheinlich gar nichts. Ist einfach nur ein großes Gebäude. Voller Lügen und leeren Räumen. Boah, Ladezeiten. Da brauchen wir echt eine Switch Pro. Für dieses Spiel. Ist schon auf, mein kleines Vivillon. Vivillon! Wie es glitzert.
Na, wen haben wir denn da? Du bist ja eine entzückende Trainerin. Vielen Dank für deine Hingabe beim Olivenrollen. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin Rona, die Inhaberin der Konditorei Mukorossi. Ah, Moment, wir sind ja hier auf dem Kampfplatz der Moldritterin. Verzeih, ich bin Rona, die Erinnerin hier. Wenn ich nicht meinen Pflichten nachher nachgehe, arbeite ich als Konditorin. Und kreiere süße Leckereien. Da passt du ein Gala eigentlich ganz gut rein. Was haben Süßigkeiten, die dich mit einem bisschen glücklich machen und Käferpuppen, die dich Pflanzen verstecken, gemeinsam? Beide mögen klein sein, können aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bleib standhaft, sonst hauen wir dich aus den Socken. Okay. Ich glaube nicht, dass es ein Problem wird. Ich habe den Feuerstarter. Nur was machen wir, wenn man nicht den Feuerstarter hat? Dann ist es vielleicht schwer. Ich weiß es nicht. Und Arena-Interfim! Wenn du meine Käferpuppen süß findest, dann hast du bald ein Problem. Oha. War das eine Drohung? Oh, Level 14. Oh. Die sind hochgelevelt. Aber ich bin ein Level höher. Kein Problem für mich. Das kleine Viech, das ist süß. Ich mag den Gegner. Mickrig. Mickrig. Das ist, glaube ich, ein Kampfkäfer-Pokémon, oder? Hat gerade eine Kampfattacke eingesetzt. Kann sein. War lustig. Ist lustig. Ist lustig. Ich fand. Lehmschuss, wer denn? Mach, was du meinst. Naja, auf gar keinen Fall solche Stimme. Mach lieber Rotenschlag oder so. Babadabam. Oh, Wangenrubler. Ja, ist mir doch egal. I do not care. Weil ich bleibe. Er bleibt nicht in meinem Team. Tarundel. Das kennen wir auch schon. Aber du bist down. Was? Das hat überlebt? What? Oh, what? Da singe ich erstmal ein Todesliedchen für dich. So, und sie ist die erste Trainerin mit 3 Pokémon. Krass, ich weiß. Level 16! Teddiursa? Also, Teddiursa ist ein Normal-Pokémon. Kein, ne? Teddiursa ist jetzt nicht bekannt als sein Käfer-Pokémon. Oder hat sie da jetzt ihre Tricks? Du kennst dich schlecht. Mal sehen, wie wir jetzt wieder auf die Beine krabbeln. Na komm, schick's rein. Das ist ein kleiner Teddybär. Den ich auch ein Shiny haben. So, Giftschweif. Es ist soweit. Ich streife deinen Kokon ab und zeige dich in aller deiner Pracht. Kokon? Aber es ist ein Bär. Der kennt Kokon. Sie verändert den Typen von Teddiursa zu einem Käfer-Pokémon. Hat jetzt Fühler. Und so kleine Flügelchen. Süß. Aua. Es ist einfach wirklich wie in Gala, diese Musik gerade. Ich finde generell die Musik ganz in Ordnung. Ist halt nichts Besonderes, finde ich. Hä? Das bleibt mal ganz komisch. Ich schätze Takokros am besten hier, weil Teddiursa wurde jetzt zu einem Käfer-Pokémon. Mit der Kristallisierung. Von daher. Hier sind meine leuchtenden Käferverzeihungen. Sie schmecken bitter wie eine Niederlage. Oh nein. Verzierungen. Oh, Zornklinge, nein! Okay, wenn man keinen Feuer-Pokémon hat, ist es wahrscheinlich schwer, der Kampf. Aber wenn man den Feuerstarter hat, so wie ich, dann ist das gar kein Problem. Aua! Du hast es so gewollt! Hatta! GG! Und damit haben wir unseren ersten Arena-Kampf geschafft. Wie es kommt. Ich bin wunschlos zufrieden. Wunderbar. Ba-ba-da-bam. Nice, das ist nice. Nice, nice. Meine süßen Pokémon können nur noch auf ihren vielen Beinchen von dann kriechen. Tja.
Nanu, Takoko entwickelt sich! Okay, schade. Einfach nur vor Ort und nicht in der coolen Animation. Aber ich glaube, jetzt macht der Name ein bisschen mehr Sinn. Es wird zu einem Lokroko. Also auf Deutsch heißt es Lokroko. Jetzt hat es ein Sombrero. Beziehungsweise ein Vogelnest. Aber für mich ist es ein Sombrero. Lokroko, seine Feuerenergie und sein Überschuss an Lebenskraft brachten gemeinsam den eiförmigen Feuerball auf seinen Kopf hervor. Den Feuerschuss, den Überschuss an Lebenskraft. Was soll das heißen? Naja, gut. So kann er das Kampfes wechseln mit Kraft wie ein guter Helfetag. Ich selbst muss mich wohl nicht weiterentwickeln. Noch weiterentwickeln. Mein allersüßen Glückwunsch hast du gewonnen. Ich überreiche diesen Allianz Orden als Zeichen, dass du mich besiegt hast. Hier, gönnt ihr euch eine gebackene Leckerei à la Ronna. Yeah! Das Bild. Woo! Du. Wenn du einen Erinnerung hast, lassen sich Pokémon bis Level 25 leichter fangen und gehorchen dir. Hehe, die Leckerei scheint dir ja gut zu schmecken. Was machst du schon eine TM? Anspringen. Okay, kenne ich nicht, Attacke. Was ist das, wenn du deine TM mehr von TMs mehr schenken kannst? Naja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Ich denke nicht. Ich bin hier fertig. Oh yeah. So, mal gucken. Oh. Bring, 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 bring. Hallöchen, Maike. Bei den Pummeln haben ein paar richtig coole neue Attacken gelernt. Da wirst du Augen machen. Wie ist denn bei dir noch einer? Voll Erfolg. Juhu, Glückwunsch. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Mann, bin ich froh, dass ich dich dazu ermutigt habe, Maike. Ich bin aber auch überall und jederzeit schwer am Trainieren, musst du wissen. Die Paldea-Region ist ziemlich groß, deshalb würde ich dir empfehlen, immer die Karte im Blick zu behalten und dir ein Ziel zu setzen. Aber lass dich mal ruhig auf vom Wind treiben. Jenseits ausgetretener Pfade kann man tolle Abenteuer erleben, die einen stärker machen. Da fällt mir ein, was Peppa wohl gerade so treibt. Na egal, muss los. Lass uns später nochmal kämpfen. Okay. Ich werde mir dann mal überlegen, wo ich hier weitermache fürs nächste Mal. Und jetzt schaue ich mir noch schnell mein kleines neues Pokémon an. Mein. Mein Takoko.